Endlich wieder Food News für euch. Ich bin der Snacktester, schön, dass ihr da seid und los geht's. Neu oder erscheint demnächst. Die Cola Zero Sugar ohne Koffein, auch als Feierabend-Coke angepriesen, wird nun mit neuem, verbessertem Geschmack beworben. Die Rezepturänderung der normalen Coke Zero kam, sagen wir mal, durchwachsen an. Wie steht ihr so zur Rezeptänderung? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Okay, kurze Rückblende. Nach der Pina-Jokolade aus der letzten Folge habe ich mir doch eine Weihnachtsjokolade gewünscht mit dem Namen Joko Winterschneid. Und welche Wintersorte gibt's jetzt tatsächlich? Ganz neu mit Milchschokolade, zimtigen Apfelstücken und Biskuit? Na, genau. Die Charity-Tafel. Okay, ganz anderer Name, aber winterlich lecker klingt das. Charity übrigens, weil 1 Euro pro Tafel an das One-Wash-Programm von Viva Con Agua in Uganda gehen. Achtung Computer-Nerds, Bytes von Trolli könnten was für euch sein. Als Next-Level-Gummies bezeichnet mit Dextrose, also Traubenzucker, Zink und Vitamin B6 mit Mate-Tee-Extrakt in verschiedenen geometrischen Formen in den Geschmacksrichtungen Ananas-Grapefruit, Orange-Mandarine, Blaubeere, Himbeer-Granatapfel und Limette-Zitrone. Na, dann wähle ich mal das Continue. Extra groß. Milka Max Mandelpraline, eine Sorte, die es sonst nur im Ausland gibt, wurde nun gesichtet bei Kaufland, Rewe und Lidl und bestimmt auch in anderen Läden. Ich habe sie schon gegessen, fand sie aber leider nur okay und habe auch keinen Test draus gemacht. Extra dünn. Demnächst erscheinen die Milka Schoko Thins. Extra feine und extra knusprige Kekse mit Milka Schokolade auf einer Seite. No. No, da bin ich jedenfalls mehr gespannt drauf. Party-Popcorn von XOX kennt man aber jetzt neu mit Cola-Geschmack. Ich bin leider skeptisch, denn ich habe ja mal Cookies mit Cherry-Cola probiert und das war eher traumatisch. Guten Freunden gibt man ein Bussi. Oder was dachtet ihr jetzt? Von Aldi gibt's Bussis mit Haselnusscreme und Milchschokolade oder weißer Schokolade. Aber an welche bekannte Marke erinnern die mich nur? Mir will's einfach überhaupt nicht einfallen. Da werde ich ganz wahnsinnig. Was, Chilma sagt ihr da? Dann sag ich Cola. Genauer Chilma, die Hanf-Cola. Im naheliegenden Jamaika-Look gehalten. Aber high macht die natürlich nicht. Nur Samenextrakt vom Trendy Hanf sind drin. Peace, Leute. Spaghetti Fizz Lime Orange und Blue Raspberry Flavor gibt's von Haribo. Gewohnt sauer sollen die sein, aber fast schon spektakulär bei Haribo, haltet euch fest. Beide Sorten sind vegan, wirklich. Ich wiederhole, beide Sorten sind vegan. Wahnsinn, oder? Cherry Number 2, Cherry Number 3 und Mambo Number 5. Hier haben wir Zartbitterpralinen mit Creme-Likör und Kirsche. Hier haben wir Zartbitterpralinen mit Eierlikör und Kirsche. Und hier einfach nur einen schlechten Gag von mir. Versteht den eigentlich überhaupt noch jemand von euch? Senf? Nee, halt, das ist kein neuer Löwensenf. Das ist ein neuer Senf-Smoothie. True Fruits ist mal wieder originell. Ja, das steht hier so. Es gibt ja Wachmacher-Smoothies und da nimmt man normalerweise Ingwer für die Schärfe. True Fruits bedient sich aber mal an der Original-Löwensenf-Senfsaat. Dazu noch etwas Frucht aus Orange, Ananas, Mango und Maracuja. Was für ein Start in den Tag. Ausblick 2022. Mild und vegan wird die neue Sorte von Rittersport Anfang nächsten Jahres. Und ganz wichtig hier, ohne Mu. Ohne Mäh, ohne Tä. Sorry, ich konnte nicht widerstehen bei der Steilvorlage. International geht's weiter bei denen. Howdy, ich meine natürlich Hi There, Salted Caramel und Konnichiwa, Kirschmandel sind 2 neue Limited Editions aus der Reihe Bunte Vielfalt. Allein wegen der weißen Winkelkatze werde ich mir die kaufen müssen. Ich liebe die. 60 Jahre Schoketten wird gefeiert mit der Happy Birthday Edition. Bestehend aus Schokolade, Nougat, weißer Schokolade und bunten Streuseln. Ein bisschen aufgetürmt wie ein Geburtstagskuchen. Und bei anderen Firmen heißt das ja auch oft Birthday Cake. Aber ich glaube, ich weiß, warum die hier nicht so heißen. Denn man soll die nicht verwechseln mit den 3 neuen Cake-Time-Varianten der Schoketten. Da hätten wir Mokka-Tart, also mit Kaffee. Das ist bestimmt was für mich. Lemon Cupcake, da bin ich mega gespannt, ob und wie die den Geschmack vom Frosting hinbekommen. Denn das ist ja mal das Wichtigste und macht einen Muffin erst zum Cupcake. Und Strawberry Cheesecake, dem quasi mittlerweile Klassiker-Geschmack im Süßigkeitenbereich. Nussini! Sorry für den Star Wars-Gag, aber wem der Milka... Nussini! Okay, gut jetzt. Also, wem der Milka Nussini-Riegel von euch immer schon zu wenig war, der bekommt den bald als Milka Max Schokoladentafel-Version. Möge der Knack mit euch sein. Okay, noch so ein schlechter Gag. Mit der Mümmelbande und Gartenzwergen wird's vegetarisch bei den Fruchtgummis von dem 2. Einmal hier, passend mit Karottensaft und da mit Gemüsesaft. Gemüsesaft klingt, ich sag mal, interessant.
ohne Gelatine und damit vegan geht's auch bald bei Frit. Die frechen Kaustreifen wird's in 3 Editionen erstmal in eher klassischen Sorten Mango, Pfirsich und Blaubeere geben. Ich bin gespannt, ob man einen Unterschied in der Konsistenz bzw. beim Kauen merken wird. Ach hi, Toffifee. Ja, das ist hier die Toffifee aus meinem Toffifee Double Chocolate Test. Und ich habe noch einen Wunsch frei, oder? Dann wünsche ich mir einfach noch eine neue Edition. Wow, der Wunsch ging ja in Erfüllung. Das ist ja Wahnsinn. Im April kommt Toffifee Coconut. Wer dachte, man muss jetzt wieder jahrzehntelang auf die nächste Special-Sorte warten, hat sich geirrt. Okay, ist jetzt auch nicht die mutigste Sorte aller Zeiten, könnte aber lecker werden. Danke fürs Zuschauen. Ich verkrümel mich.